Es gab noch mehr Momente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass ich dumm bin. Zum Beispiel in der Schule hatte ich oft so Momente, dass ich gemerkt habe, dass ich dumm bin. Zum Beispiel beim Elternsprechtag. Ich hatte immer Angst vorm Elternsprechtag. Wirklich, ich hatte Angst davor. Irgendwann kamen meine Kollegen zu mir und meinten, Hassan, du musst einfach nur falsch übersetzen. Ich sage, ja klar. Wie dumm ich all die Zeit war, natürlich. Ich saß mal im Elternsprechtaggespräch mit meiner Lehrerin. Und auf einmal kam meine Lehrerin fing an. Sie kam so zu uns und sagte so, ja, Hassan, was der die ganze Zeit macht im Unterricht, das geht nicht, wirklich. Der kommt jeden Tag zu spät. Und ich habe mich zu meiner Mutter umgedreht und sagte, ja, alles gut. Und meine Mutter hat mich so angeguckt und sagte, bist du behindert? Und ich habe einfach 5 Minuten vergessen, dass meine Mama Gudrun heißt, ehrlich. Ich meine, meine Schule, das war hart. Ich hatte es oft zu spüren. Ich habe zum Beispiel in der Schule einen Jungen, der hat immer die ersten beiden geschwänzt. Und er kam immer damit durch. Und ich dachte, wer ist er, Alter? Wie kommt er damit durch? Ich habe ihn gehasst dafür. Eines Tages habe ich mir so einen Fußball mit zur Schule genommen, damit ich so seinen Stuhl, der immer noch oben war, runterschießen kann. Ich habe mir den Ball so hingelegt. Und ich schieße den Ball. Der Ball fliegt gegen den Stuhl, prallt ab, fliegt durchs Fenster. So ein kreisrundes Loch im Fenster. Wirklich, Jacqueline, die kleine Petze, hat so direkt Schnappatmung bekommen. Wirklich, sie kam so zu mir und sagte, Hassan, ich muss das melden. Auch so auf Augenhöhe, sie sagt, ja, mir sind ja die Hände gebunden, Hassan, ich muss... Wirklich, Jacqueline, hör auf damit. Wirklich, kennt ihr noch Disneys große Pause? Das war Wendells kleine Schwester. Sie kam so zu mir, sie sagt, Hände gebunden. Ich habe Panik bekommen. Wirklich, ich bin zum Fenster gerannt. Und ich habe so einen Stein genommen und den Rest des Fensters so rausgeschlagen. Ich dachte, okay, den Rest lügen wir einfach weg, gar kein Ding. Und es hat geklappt. Das ist das Problem. Es war Sommer, es hat geklappt. Niemand hat es gemerkt. Irgendwann im September, so 2 Monate später, haben wir eine Klassenarbeit geschrieben. Und meine Lehrerin läuft durch den Raum und sagt, so kalt hier, oder? Hör ich Jacqueline, die kleine Petze, direkt so, ja, ja, kalt. Guck mir so tief in die Augen, es zieht. Ja, Jacqueline, hör auf damit, ehrlich, hör auf damit. Und dann dachte ich, okay, du musst ihm was sagen. Und irgendwann lief meine Lehrerin so zu dem Fenster und hat so eine halbe Stunde lang durch dieses Fenster geguckt. Niemand in der Klasse hat mehr geschrieben, sie guckt nur durch dieses Fenster. Und dann guckt sie so auf ihre Hand, guckt wieder durchs Fenster und schiebt ihre Hand so ganz langsam durch dieses Fenster. Bevor Jacqueline jetzt ausrastet, wollte ich mich direkt melden. Ich sage, Frau Kassens, Sie werden es nicht glauben. Aber Xavier Naidoo war gerade hier und hat dieses... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Kommentar da. Abonniert den Kanal. Guckt euch das andere Video auch noch an. Aufkorrekt. Schaut vorbei. Und das war's von mir. Vielen Dank.